Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Battlefield Play for Free. Hier ist der Alex und heute möchte ich euch die MP7 vorstellen, die ich euch heute mal hier in einem Waffentest zeige mit all ihren Facetten. Und ja, wir spielen heute mal beim Myanmar Sturmangriff. So, hier haben wir sie. Auf diese Waffe haben Fabio und ich das Viper Magazine, das Red Dot, das Rapid Aim Red Dot Visier draufgepackt, den taktischen Schaft und den Predator Lauf. Dann hat das Ganze. Danke. Schießen hier. Okay, das ist jetzt schlecht, weil die Waffe nicht auf weitreichend ist. Sie hat Schaden hoch, Präzision hoch, Munition 24 und dann 4 Magazine. Und sie hat dann noch Reichweite Mittel. Deswegen ist sie jetzt nicht so ganz gut. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so gut. Ah, ach du Scheiße, jetzt haben die das erobert hier. Was wollen die das erobern? Verdammt, da habe ich den falschen anvisiert. Ja. Auf jeden Fall, ist sie jetzt nicht so gut auf weitreichend, weil sie nicht so gut wie die G53, aber man kann sie auf Nahdistanz sehr gut spielen. Habe ich mir jetzt halt bloß eine falsche Map dafür ausgesucht, aber trotzdem zocken wir mal damit. Wir haben schon fast verloren, spielen wir dann noch später mit. Die wollen uns jetzt hier einkesseln. Und jetzt nicht auf den Punkt hier. Na, verdammt. Gut. Auf jeden Fall ist es mit in Kombination zur also mit der G53 eine sehr gute Kombination. Und ja, alleine steht sie auch gut da, wenn man sie jetzt nicht unbedingt auf einer großen, weiten Map verwendet, wo man jetzt so viel Fläche hat und jetzt meinetwegen über sehr große Distanz jemanden Schaden verabreichen will. Dann sollte man diese Waffe hier nicht wählen, aber wenn man jetzt hier im Dschungel irgendwo oder hier in der Stadt oder so, dann kann man die schon auf so einer mittleren Distanz gut einsetzen und das bringt dann auch relativ viel. Ich habe jetzt hier keine Ahnung von der Map, ich fahre jetzt einfach mal an den Wegen lang. Ah, der ist noch schnell ausgestiegen. Der hat sich das Ding gekrallt hier. Mist, Mist, Mist. Ich muss auch mal erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Hey, ich wollte auch noch mit. Kack hier. Warten hier auf keinen. Das nächste Fahrzeug steht da hinten. Okay, ich habe Schüsse. Da ist ein Fahrzeug. Ja! Aber fast im Abkacken ist das hier.
Alu gekrallt? Ja, natürlich. So, jetzt machen wir uns hier mal alleine auf den Punkt. Bewegen wir uns mal zu. Ja, verdammt, da war einer. Also ihr habt jetzt gesehen, auf diese nicht allzu weite Distanz hat die Waffe sehr gut ihren Job getan. Auch mit sehr großer Präzision habe ich den Gegner jetzt Schaden zufügen können. Es ging relativ gut, verdammt. Scheiße, ja, der Gardreu. Der Gardreu. Verdammt, wo ist er? Wo ist er? Da, scheiße. Mist. War es gerade nicht so rosig? Jetzt wollte ich schon nur das große Kaliber zücken. Der Arsch denn hier? Hat der Ahnung? Nee, hat er nicht. Alter. Punkte gekriegt, aber leider tot. Das bringt einem dann auch nicht mehr. Da war keines. Aha, was machen die jetzt schon hier bei uns auf Basis? Damn! Oh, wir haben 3 Punkte eingebüßt. 2 Punkte verdammt. Da komm. E und F2. Nein. E. Und F2. Na komm schon. Irgendwo muss er doch. Na, da unten steht noch ein besseres Auto. Das ist noch ein besserer Verfasser. Da wollte ich das Fahrzeug in die Luft jagen, da kommt der Arsch raus. Der S-Tain ist aber auch der beste von denen. Leider nur über die Flagge und nicht den Typ noch eliminiert hier.
Aber ihr seht, die Präzision und der Schaden arbeiten gut zusammen. Daneben gezielt. Und da haben sie gewonnen. Fast. Fast. Sie haben gewonnen. Shit. Ja. War scheiße gewesen. Zu der Waffe kann man sagen, ist eine Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Wenn man sie hat, bringt einen das auf jeden Fall weiter. In Kombination mit der G53, wenn man sich jetzt dieses doppelte Waffen, also dieses extra Waffenbooster noch holt dazu, eine teuflische Mischung, sage ich euch, also auf jeden Fall empfehlenswert, haben wir auf jeden Fall so gemacht. Wir haben uns einen Score Booster geholt und noch dieses Waffenerweiterungsbooster, und das gibt's als Aktionspack auch zu kaufen im Shop. Und da legt man, glaube ich, so vielleicht 3000 Pfounds hin, vielleicht sogar weniger. Und dann kriegt man für 90 Tage das XP Booster und das extra Waffenslot Booster. Und das ist einfach genial, die Mischung. Würde ich euch empfehlen. Das hier, also die MP7, die hat jetzt 8000 Pfounds gekostet. Also ne, die würde 8000 Pfounds jetzt kosten, wenn ihr die jetzt normal kauft. Und wir haben sie im Pack gekriegt mit weiterem Zubehör, und das für, glaube, 7000 oder so gab es im, für 8000 waren es im Pack gewesen, sonst kostet, glaube ich, mehr. Und dann haben wir die im Pack gekriegt mit sonst noch weiteren Sachen, und das ist halt eine Empfehlung von mir an euch. Ja, immer vorher in den Shop gucken, was es für Angebote gibt, und das mit den Waffenpreisen vergleichen, und dann spart man meistens sehr viel ein. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.